herzlich willkommen zu Freddy Krüger 91527 Weihnachtszeit 2012, Folge 8. Ja, jetzt habe ich endlich ausgeschlafen. Es ist gleich 10:30. Irgendwie kann ich mich jetzt an kaum noch was erinnern, was gestern passiert ist, aber das haben Partys so an sich. Ich glaube, ich habe 6 oder 7 Biergläser gesoffen. Und ich habe Grünkohl gemampft, das weiß ich auch noch. Und Fleischbrötchen. Aber ich glaube, das habe ich auch irgendwie in der gestrigen Aufnahme schon mal erwähnt. Ich habe sie mir seitdem nicht mehr angeguckt. Ich kann nur hoffen, dass das Häkchen wieder an der richtigen Stelle war und nicht der ganze Ton verloren gegangen ist. Wie auch immer. Folge 8, ein neues Türchen. Ich habe mir immer noch keine neuen Batterien gebaut. Folge 8. Ah, da oben. Hinter dem großen Glas. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ein Schleifchen oder ein Schmetterling sein soll. Es sieht jedenfalls aus wie eine Mischung aus Eiern. Dahinter ist eine schlafende Miezekatze. Daneben liegt eine Brille und eine Orange. Die Miezekatze ist bedrohlich nah an dieser Flamme von dem Kerzchen des Weihnachtsbaums. Wahrscheinlich wird sie mir was mitwerfen. So, also. Eingelegte Gurken. Miezekatzen, die Feuer fangen. Und Schleifchen, die wie Schmetterlinge aussehen. Oder Schmetterlinge, die wie Schleifchen aussehen. Mal sehen, ob die wieder gefüllt ist. Ja, sie ist wieder gefüllt. Da fällt mir noch was ein. War ja neulich Nikolaus gewesen und so. Allerdings hat der Nikolaus mir nichts in die Schuhe gesteckt, weil ich die Schuhe die ganze Nacht lang anhatte, während ich hier versucht habe, dieses Video zu Ende zu rendern. Tja. Aber ich hätte es sowieso nicht verdient gehabt, da ich die Botten auch gar nicht geputzt hatte. Ich lag einfach mit den dreckigen Schuhen im Bett. So ein Scheiß. Kommt vor. Kopf fühlt sich immer noch so ein bisschen so an, als ob da jemand einen Topf drüber gesteckt hätte und dann immer mit dem Kochlöffel draufgehauen. Direkt vor meinem Fenster sind minus 1,8 Grad, aber laut Wetterbericht sind irgendwo sogar minus 14 Grad hier in meiner Stadt. Das soll vorkommen. Der Schnee liegt auch immer noch da. Es ist sehr schön. Heute Abend soll es noch ein bisschen schneien und morgen gibt es dann extremen Schnee. Das klingt doch nicht schlecht, oder? Ich wünschte, ich hätte eine Kamera, die ich an meinem Fahrrad festmachen kann. Dann könnte ich ein schönes Jingle Bells Musikvideo drehen. Ich habe gesehen, in irgendwelchen Elektronikmärkten verkaufen die jetzt HD-Action-Cams. Allerdings habe ich so viele Kameras und der Preis für diese Dinger ist mir irgendwie doch ein bisschen zu hoch. Na, mal schauen. Vielleicht kann ich noch irgendeine von meinen anderen Kameras mobilisieren und dann mache ich die mit ein paar Kabelbindern einfach an meinem Fahrrad fest und hoffe dann, dass sie nicht abfällt, sobald ich über irgendeinen Buckel drüber fahre oder so. Hey, genau, ich muss auch noch meinen Schlauch bzw. meinen Mantel austauschen. Ich habe nämlich vorne immer noch einen Slick dran. Wenn das dann tatsächlich so wird, wie sie gesagt haben, dass es am Montag erst wieder warm und dann wieder kalt wird, dann wird wahrscheinlich bald die ganze Stadt eine einzige Eisbahn sein. Und da ist es dann doch besser, wenn man ein schönes Profil an beiden Rädern hat und nicht nur am Hinterrad. Ansonsten schiebe ich mich irgendwie wieder seitwärts auf eine Pfütze. Das ist mir neulich auch passiert. Hat mir voll der Arsch wehgetan, den ganzen Tag lang. Das hat echt geknackt. Ich dachte erst, ich habe mir irgendwie mein Cuttermesser gebrochen, was in der Tasche drin war. Allerdings habe ich dann festgestellt, dass alle Sachen in meiner Tasche ganz waren. Das heißt, dieses Knacken muss von was anderem gekommen sein. Wahrscheinlich hat mein Fettarsch tatsächlich die Eisdecke durchbrochen.
Ich konnte drauf laufen und als ich mit dem Rad rübergefahren bin, hat es auch nicht geknackt. Es hat bloß geknackt, als mein Arsch die Eisdecke berührte. Gut, dann wollen wir mal das Wasser zumachen und das Fenster zumachen und dann mal mit dem Rendern beginnen. Ich habe halt nämlich noch was anderes vor, als nur vor dem Rechner rumzusitzen. Und sicherlich seid ihr ja alle schon sehr erwartungsfreudig und wollt meine neuen Videos sehen, die ich aufgrund des Suffs gestern und der Party und so weiter wieder mal nicht gepackt habe. Kann ja alles nicht wahr sein, dass ich hier bloß alle 2 Tage meine Sachen veröffentliche. Ja, aber andererseits interessiert das wahrscheinlich auch wieder keinen. Also fast keinen. Ist ja egal. Tschüss.